Und damit herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Aufnahme von Assassin's Creed Odyssey. Und wir sind hier auf der kleinen Insel Mellos. Und in Mellos gibt es hier die großen Anwärterinnen, die Aufgabe. Und wir waren jetzt schon so weit, dass wir jetzt sagen, die Schlacht der 100 Hände müssen wir siegreich beenden. Und wir beginnen jetzt einfach die Schlacht und fangen einfach mal an. Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände. Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lass die Schlacht der 100 Hände beginnen! Merkt euch diesen Klang. Er tönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Wir kämpfen für Sparta! Nein, natürlich für uns selbst. Aber jetzt fängt die ganze Sache erstmal an. Ja. So, wir gehen mal nach links. Gleich hier hinten rein. Das zweite Signal. Ein Viertel der Teilnehmer ist tot. So, gehen wir kurz in die Höhle. Guck mal, was hier uns erwartet. Ich dachte, hier kämpft jeder für sich selbst. Aber die arbeiten offenbar zusammen. Die anderen Teilnehmer müssen irgendwo anders sein. Okay, nehmen wir noch das Eisen erst mit. Noch ein Signal. Die Hälfte der Kämpfer ist bereits gefallen. Hopp, da ist noch Eisen. Und eine Kiste. Die wollen wir natürlich nicht vergessen. So, Kassandra wird sich jetzt dem Schlachtfeld nähern, wo noch andere kämpfen. Gehen wir mal auf den Berg hoch, würde ich sagen. Hier ist keiner. Oder sind schon tot. Ah!
Okay, die haben es nicht geschafft, aber hier ist eine Kiste. Okay, dann ab in das Dorf. Das war ein Fehler. Jetzt aber nicht runterkommen dürfen. Okay, also die Schlacht der 100 Hände ist sehr brutal und sehr gemein, weil die Gegner haben eigentlich keine Chance gegen mich. Ah!
So. Nicht mehr viele da. Okay. Hier ist ein Bär drin. Diese Leichen. Welch eine Verbrechung. Wir zählen uns den mal. So. Gibt's hier noch eine Kiste oder so? Ach, hier gibt's keine Kiste. Nö. Gut, dann müssen wir zurückgehen. Die Schlacht der 100 Hände ist echt böse, weil, wie gesagt, die Gegner haben eigentlich keine Chance gegen mich. Bin einfach viel zu stark mit 31, sind Level 29er Quest. Hab jetzt einen Bär, für alle Fälle, weil jetzt kommt ja der Bosskampf. Mal schauen, wie der Bosskampf wird. Wie mächtig all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Stattdessen kommen wir nach Melos und schlachten uns für ein paar Drachmen gegenseitig ab. Ja, so ist das. Sehr gut, Cassandra, sehr gut. Deine letzte Herausforderung führt dich zum Vulkan im Osten. Und dann gibst du mir die versprochenen Informationen über den Kult. Gewiss, das werde ich. Doch vorher musst du noch einen Mitstreiter besiegen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Söldnerin. Ziemlich beeindruckend. Du kommst bestimmt aus Sparta, aber auf so etwas wird man in der Agoge nicht vorbereitet. Gegen jemand wie mich hast du noch nie gekämpft. Ich bin keine typische Söldnerin. Dich erwartet ein Kampf, wie du ihn noch nie erlebt hast. Das mag sein, doch es ist meine Bestimmung, diese Schlacht zu gewinnen. Darauf arbeite ich seit Jahren hin. Ich hoffe, du bist wirklich so stark, wie du behauptest. Das macht die Lieder, die man über diesen Tag schreiben wird, noch epischer. Es gibt keine Legende zu besingen, bevor die Schlacht nicht beendet ist. Schön. Beenden wir sie. Ich bin nicht dein Feind. Widerliche Rache. Komm schon! Wir wollen doch einen denkwürdigen Kampf liefern. Spielen wir keine Spielchen mehr, was? Nein, tun wir nicht. Das ist ein Kampf, an den man sich erinnern wird. Die hat keine Chance gegen mich. Vor allem nicht mit meinem Bären. So, ich würde sagen,
Wir haben schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Gut gemacht, Söldnerin. Du solltest jetzt für die Zeremonie in die Stadt zurückkehren. Zuerst will ich die versprochenen Informationen. So läuft das nicht. Keine Spielchen. Sag mir, was du über den Kult weißt. Um ehrlich zu sein, die Schlacht der 100 Hände war schon immer als Falle gedacht. Wir veranstalten sie seit Jahren in der Hoffnung, die Schwester des Kriegers Deimos herauszulocken. Ich verstehe kein Wort. Oh, komm schon, Söldnerin. Wir haben dich gefunden. In der Tat lief alles nach Plan. Ich habe heute schon viele getötet, Rakios. Einer mehr fällt nicht ins Gewicht. Heute verdiene ich mir einen großen Bonus von den Maskierten. Ich hätte das gerne woanders erledigt, aber... Ich werde gerade erst warm. Komm mal zuerst den Linken. Und dann den anderen. Ja, mein gezähmtes Tier ist tot, aber zumindest haben wir ihn ein bisschen abgehalten. Komm mal her, du dünne Wurst. Du hast nicht den Schneid mir zu widerstehen. Ja, komm mal her. Deine scheiß Klinge. Oh oh. Das war's wohl, mein Lieber. Na, hast du irgendwelche Worte? Komm mal her. Hab da was vor. All diese Menschen starben nur. Schade. Weil der Kult nicht. Ich wollte eigentlich da reinwerfen. Ja, die Legende war einmal. Und wir sind Level Stufe 32. Habe ich jetzt mein Geld bekommen? Ja. Habe ich 4500 Euro für die Anmeldung bezahlt. Und die habe ich 4500 Euro, sag ich mal, 4500 Drachmen. Und die haben wir wieder bekommen. So, dann haben wir noch zwei Fähigkeiten. Also ich hätte ja gerne die hier nochmal aufgerüstet, geht aber noch nicht. Den Geisterpfeil, den habe ich noch nie benutzt. Ja, Höchstleistungsschuss, der ist halt richtig gut, wenn man ihn benutzt. Dann nehmen wir nochmal einen Punkt rein. Und ich würde jetzt hier gerne noch einen Punkt reingeben, und zwar... Nö, das machen wir nicht. Okay, wir nehmen hier den Attentat, der einfach noch ein bisschen stärker ist jetzt. Gut.
Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Assassin's Creed im Livestream oder halt so ein kleines Zwischenvideo. Danke für euch Zuschauen. Tschüss.